Immer, was hast du dir heute vorgestellt? Low Table mit Seitenschild. Okay, willst du was von oben? Nein. Okay, komm. Also wie geht's dir immer? Gut, normal. Warte. Wie jeder normale Mensch. Aber ist gut, ne? Wie war heute Schule? Schlecht, Bruder. Warum? Hat nicht gebockt. Schule bockt generell nicht. Ja, wenn die Schule bockt, dann heute, was habt ihr morgen vor Unterricht gemacht? Ausgefallen. Was habt ihr? Heute ist Donnerstag? Heute ist Freitag, Bruder. Oh, Digga. Warte, was hast du heute gemacht? Also, was habt ihr im Sport gemacht? Fußball gespielt. Die ganze Zeit? Ja, wir haben Übungen gemacht, erstmal danach Fußball. Ja. Mit wem? Herr González. Das ist krass. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Danke. Natürlich. Natürlich. Aber Digga, es ist Brandenburg-Liga. Es gibt nicht so viel Schlechte. Digga, runtergefallen. Okay, Joshua. Yes? What do you think is better, Dynamo Kiev or Fenerbahce? Who would win? Fenerbahce. Fenerbahce. What? Because they play a better league. Die haben so einen krassen Start. I say because they play a better league. Was? Ich glaube, Fenerbahce ist besser als Dynamo Kiev. Ah, okay. Du dachtest Skala, oder? Ja. Fenerbahce ist besser als Skala. Right? Natürlich, Bruder. Geh mal weg, Mann. 1-0, Bruder. 1-0. 1-0? 1-0, Bruder. Große Karte, neuer Feld. Wurde 24 Champion geworden. Die seit 11 Jahren kein Champion. Ja, 11 Jahre. Er hat noch nie in seinem Leben Champion gesehen. Noch nie in seinem Leben hat er Fenerbahce als Champion gesehen. Ey, dieses Jahr die Chance. Aber ich sage, dieser Fenerbahce war ein ukrainischer Trainer, heißt Ebro. Kennst du ihn? Hast du gerade gesehen, was ein Pastor gemacht hat? 100 Millionen für Ost. Ich habe eine Frage, was ist gegen Besiktas passiert? Bruder, Beşiktaş ist auch gut. Beşiktaş ist auch nicht stark geworden. Fener ist auch besser. Aber wegen Schiedsrichter, Rindbach ist gut. Aber wer ist besser, Fenerbahce oder Beşiktaş? Bruder, Beşiktaş hat aber nur gute Stürmer. Fener, Digga. Fener. Fener? Ja. Easy, OD. Aber guck mal, Gala ist erster Platz, Fener ist zweiter Platz und dann kommt Beşiktaş. Aber dieses Jahr Fener ist erster Platz und Beşiktaş zweiter Platz. Fener ist scheiße dieses Jahr. Was laberst du, Bruder? Haben die seid scheiße. Moro, ich hab gegen ein... Bruder, ich hab gegen ein Mülltacken, gegen ein Müllteam. Zwei gespielt. Wer ist besser, Shakhtar Donetsk oder Fenerbahce? Was? Shakhtar Donetsk, kennst du nicht? Es ist Shakhtar. Ja, ah, Schachter. Sie sind mit Orange und Grün. Ja, Schachter. Wie besser oder Fenerbahce? Schachter, Fenerbahce, Fenerbahce. No way. Bei Fenerbahce, Bro, the Turkish League is better than... Jedes Jahr, Dings. Champions League. Ja. Aber Fenerbahce also plays every year. Not also. When was the last time they didn't play? Okay. If you put, look, I say if you put Fenerbahce, if you put Fenerbahce in the Ukrainian league, they'll win every year. Warte, ich guck mal. Schaut das. Maybe they'll get second place, but they're getting top 3 every year. Türkisch ist die beste. The best league. Ich sage es top 10. Top 5, oder? Aber wie top 5? Türkisch ist top 5. Ich mein sehr, das ist top 5. Okay, gib mir. Das ist manchmal richtig crazy. Ich bin ehrlich, mit manchmal nicht spannend. Du, es ist viel overrated. Nein, manchmal ist spannend. Guck mal. Guck mal. Er sagt alles Fenner. Warte, er sagt alles Fenner. Nein, alles. 1-0, 3-0, 0-0. Er sagt alles Fenner. Was ist das? Te amo, sagst du? Nein, te amo, französisch. Ja, hä? Spanisch. Und italienisch. Te amo ist italienisch. Te amo, Spanisch. Achso, te amo heißt ich liebe. Aber was ist auf Französisch? Je m'appelle. Das ist, wie heißt du? Je m'appelle, ça va. Keine Ahnung, Bruder, was ich sage. Also, du kannst doch ein bisschen Französisch lernen. Ja. Kennst du die Sensoren von meiner Klasse? Je m'appelle, ça va. Du hast gesagt, ich heiße Joshua, wie geht's? Ja, Joshua. Kennst du Tuana von meiner Klasse? Wer? Tuana von meiner Klasse. Tuana, ja, glaube ich. Wieso bist du groß, Albanerin, top? Ah, ich höre ja, so. Ja, ich kenne sie. Er kennt sie nur, du weißt schon warum. Wegen ihre Augen, weißt du? Wegen ihre Augen. Wegen ihre zwei Augen. Ja. Und du kennst sie auch nicht. Aus dem Fenner, Digga, komm. Keiner kennt Fenner. Was? Der Merkel? Das ist alles.
Weil so Musik wirklich Spaß macht. Der Hund hat einmal vergessen, war voll langweilig. Wenn ich vergesse. Wenn du vergisst, ich komm nicht. Ich gehe nach Hause. Ich gehe meine Schuhe anziehen, ich gehe Fußball spielen. Hamburg sagt Telefon, Telefon. Oder jeder guckt und sagt, ich schaff alles. Er ist Fennel-Fremde. Er hat weiße Haare, Morok, wegen Stress, Mann, wegen Stress. Wegen Stress, er hat weiße Haare. Ich hab auch weiße Haare. Mein Cousin Morok, er hat schwarze Haare. 20 Jahre alt, zwei weiße Haare überall. Kunststürmer, meine Bruder. Mann, wir gehen mit dem Freitagsgebet. Ich dachte mir so, die ganze Chill, ich gehe nach Hause und esse dann ein bisschen zwischen Ei und Eis und gucken. Aber nein, er sagt zu mir, steh auf, lass kommen wir mit, lass mich allein nach der Zanke, geh zu Kneipe oder Shisha-Bar. Er wird gemobbt oder so. Dann du gehst hier an Nachbar von mir, Nachbar. Warte, ich brauch Platz richtig. Nachbar einfach von mir, ich weiß, weiß ich von mir. Ice Age gucken. Hast du diese Strich gemacht? Ne? Nie wieder? Ja. Du Hund. Kalt, du Hund. Ach du Hund. Ich will wieder gucken. Ich wollte Ice Age gucken. Ja, aber Ice Age macht Morrel. Nur mal diese Ice Age Spiele, die mit diesen Affen und so. Alejandro Garnacho. Natürlich ist ein Bruder, Digga. Ich bin jetzt Ice Age. Was hat ein Pickel hier zu suchen? Zeig ihm was! Ich wollte doch nur eines nicht gucken. Danke Leute fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen ist, bitte liken, kommentieren, weiterleiten, abonnieren. Danke, wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.